Willkommen, ihr Faggots der Nacht, zu einer weiteren Runde Hide and Seek mit mir, dem Kunga. Diesmal aber ganz alleine, weil ich die Leute von Broken Thumbs, ich möchte die nie wieder in meinem Leben sehen. Okay? Nein, Quatsch, bevor jetzt noch einige in die Kommentare schreiben. Hä? Was ist los mit dir? Wieso so miese mit BTTV? Halt deine Schnauze einfach und leb dein Leben. So, in 3 Sekunden geht's los. Ich habe eben eine Runde gespielt und ich hatte so ein schlechtes Versteck. Genau die gleiche Map, nur ich war keine Workbench, sondern Glowstone. Okay, Workbench ist Minus, wo gehe ich jetzt hin? Ja, das muss sich jetzt auch lohnen. Ah, guck mal, was ist denn hier? Kann man hier irgendwo Platz anbieten? Nee, das sehen die direkt, wenn ich mich hier hingestellt hätte. Ja, direkt geht's los. The Seeker's coming to find you. Fuck. Ich hab noch keinen Platz. Ich bin so ein einsamer Vogel. Komm, ganz kläglich verstecke ich mich hier. Ja, und ich habe die Kommentare gelesen, und zwar, dass ich mich gar nicht bewegen soll, auch nicht die Kamera, damit es geht schneller. Und das stimmt auch. Ich bin mal gespannt, wie lange wir es jetzt in diesem schamlosen Platz schaffen. Denn, ja, wenn man reinkommt und direkt nach links guckt, sieht man mich direkt und wird direkt denken, was für ein schamloser Bengel. Es kann sein, dass ich mich etwas leiser anhöre, beziehungsweise leiser als sonst. Das, also meine Videos sind eigentlich schon generell leise. Aber ich meine leiser als sonst, weil es ist Nacht. Also, es ist Nacht schon morgens, 3.30 Uhr. Und ich komme gerade von der Arbeit, bin ein bisschen am Arse. Und ich möchte auch nicht zu laut sein, damit meine Eltern nicht aufwachen. Sonst kommen die in mein Zimmer rein, fragen mich, was ich hier mache. Dann frage ich die, was denen eigentlich einfällt, in mein Zimmer zu kommen, und gibt ihnen eine Schelle links, rechts. Danach weinen die meistens, aber dann habe ich ein bisschen Mitleid mit denen, dann lasse ich die gehen. Deswegen, so oft passiert das nicht. Ja, ein Bundeswort haben wir jetzt. Wenn jetzt jemand links um die Ecke kommen sollte, beziehungsweise rechts, dann nehmen wir direkt auseinander. Wobei, es gibt bis jetzt immer noch einen Seeker, der hat es nicht geschafft, der Bengel. Hat bis jetzt immer noch keinen anderen gefunden. Ja, ja. Und ich frage mich, gerade im Moment frage ich mich, Nico, welche Musik wirst du hinterlegen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache gleich ein bisschen Deathpunk. Vielleicht noch ein bisschen Rammstein hinterher. Ein bisschen Copyright-geschützte Musik draufballern, dass mein YouTube-Account auch richtig schön lange bleibt. Was ist los mit den Seekern? Okay, 4 Stück, das steigt langsam. Und ja, ich werde auf jeden Fall, das ist jetzt eine Runde mal alleine, ich werde auf jeden Fall demnächst mal wieder was mit BTTV aufnehmen. Ich habe ja auch mit den Cops und Robbers gemacht, nur ich habe es leider nicht geschafft, die Folge hochzuladen, rechtzeitig. Wobei ich auch eigentlich nicht so Lust habe, Cops und Robbers auf meinem Kanal anzubieten, weil Cops und Robbers gefällt mir eigentlich nicht. Ist ja okay, wenn die es auf ihrem Kanal hochladen, reicht ja auch schon. Aber auf jeden Fall so Hide and Seek oder so, und vielleicht auch mal was anderes als Hide and Seek kann man anbieten, kann man. Man kann auch schamlos ins Mikrofon rülpsen. Ganz okay, der war ein bisschen kläglich, aber was kostet die Welt, Brüder der Nacht? So, wo sind die ganzen Seeker? Da hinten kommt schon einer. Komm, Kollege, komm runter. Ah, wisst ihr, warum der nicht kommt? Der hat ein bisschen Charme. Weil er weiß, wenn ich den sehe, werde ich direkt mit meinen krassen Augen identifizieren können, welch ein schäbiger Knecht das ist. Und wenn er das merkt, also wenn er sieht, dass ich ihn sehe, weint er so stark, das ist Katastrophe. Ich habe deswegen schon einmal 7-mal Premium-Codes geschenkt bekommen. Krass, der Blumentopf ist voll das gute Versteck. Oh Mann, muss ich merken, hier an dieser Blume hinauf nach da oben. Damit kann man viel anfangen. Vor allem, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Bücherregal wäre, hätte man da eigentlich recht guten Platz. Ja, ich guck gerade bei Order City. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise jetzt, die Folge. Aber ansonsten schraubt das Headset von Lautstärke 30 auf 700. Dann sollte das schon alles gut laufen. Okay, wie viele Sekunden? 1,5 Minuten noch. Und es sind gerade mal 4 Seeker. Das ist ja nichts. Nichts. Ja, schon 3.33 Uhr. Jemand denkt an mich. Nur wer ist die Frage? Bestimmt Beat aus dem Walde. Schon so früh. Boah, ich muss auch noch schlafen gehen, alles. Und dann stehe ich bestimmt wieder um 2 Uhr mittags auf. Und dann denke ich nur, was für ein vercracktes Leben ich führe.
und dann gehe ich arbeiten. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich morgen arbeiten gehe, weil ich eh zur Zeit voll am Rumjumpen bin. Ich arbeite hier und da. Bisschen Gelder machen, weil zu Hause warten Frau und Familie. Also Frau und Kinder, Miete muss bezahlt werden, Strom, Essen, das bezahlt sie dann schon alleine. Und bevor jetzt jemand denkt, ich habe wirklich Frau und Kinder und ein Haus, ich kläre es lieber direkt auf als in den Kommentaren. Das war nur Spaß. Das ist traurig an YouTube, man muss immer direkt sagen, es war Spaß. Dabei ist es doch alles eine Ironie und ihr könnt sie nicht sehen, Leute. Ja, ja, da hinten kommt einer. Oh, oh, Rakan XD. Oh, oh. Okay, der geht jetzt in das Zimmer. Ich wette mit euch, der kommt auch in meins. So, jetzt. Oh, krasser Scheiß. Oh, da hat er jemanden gecatcht. 10 Sekunden, fuck, Alter. Bruder darf mich nicht sehen. Ah, der Loser, komm her, komm, ich geb dir eine Schelle links, rechts, du kleiner Bastard. Ja, der hat sich geschafft. Wisst ihr, was der jetzt macht? Also, wenn ich er wäre, würde ich jetzt sofort PC runterfahren, ein bisschen weinen, und dann würde ich sagen, tut mir leid, und dann würde ich Minecraft-Account auf eBay verkaufen für 7,77 €. Weil das so schamlos nicht mehr geschafft hat. So, boah, perfekt, direkt Anschluss nächste Folge. Boah, schon wieder eine Workbench. Gibt's doch nicht. Wo stelle ich mich hin? Wo gibt's die Workbenches? Kann man hier? So hier hin? Dass das so den Raum abschließt. Komm da hinter die Theke. Boah, perfekt. Ey, Bruder. Wie bist du denn gekommen? Da, hier links. Kann ich mich nicht auf den drauf stellen. Das ist ein bisschen Minus. Komm, stellen wir uns einfach mal hier hin. Okay, da ist ein Seeker. Ich sehe schon seine Namensplakette ganz hinten, weit in der Ferne. So, jetzt bin ich Solid Workbench. Bruder, das ist ein... Oh. Ja, das ist ein... Kann ich eigentlich was craften? Knockback 1 hat das, krass. Dann kann ich ja damit jemanden schlagen, oder nicht? Eigentlich ja schon. Auf jeden Fall, das hier ist Kollege von uns, Bruder. Wir müssen mit dem... Kann ich rausfallen? Das gucke ich mir gleich mal an. Aber auf jeden Fall müssen wir mit dem Bruder jetzt gut durchstehen. Das sind harte Zeiten also harte Zeiten stehen vor uns. Kein Essen, kein Trinken, nichts. Einfach nur rumgammeln. Bruder? Fragen wir mal im Chat. Bruder? The Workbench, Bro. I love you so much. So much. I like your videos on YouTube, Bro. Haha. Welchen Fan ich von dir bin. 7 Jahre beobachte ich seine Videos. Moment, hier Alex, The Great 2001. Oh oh. Boah, krass. Ah, guck mal, der hat gedacht, man kann hier nicht rein. Du kleiner Lutscher. Ich geb dir gleich eine Schelle, ohne Witz. Boah, krass. Alter. Alter. Habt ihr es gesehen? Krass. Boah, Alter, wie der uns nicht gesehen hat, der Schamlose. Boah, war das knapp. Ich hab gedacht, der haut mich jetzt. Egal, jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Joe Miner. Schreib mal zurück. Why is Kaltungs Name Yellow? Bertie 64. Ich muss jetzt ein bisschen Kontakt mit dem aufbauen. Ich will ihm ein bisschen Sachen fragen. Ein bisschen Smalltalk hier und da. Ein paar Connections machen. Zack. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Kann man, kann man. Alter, warum antwortet mir keiner? Are you the Bertie 64? Ich versuche jetzt darauf hinauszugehen, dass ich seine Videos auf YouTube feiere. Obwohl er wahrscheinlich gar keinen YouTube-Account hat. Oh oh, oh oh, oh oh. Du kleiner Bastard. Was für ein kleiner Hund. Was für ein kleiner Hund. Wir müssen das verschieben, unsere Smalltalk-Runde. Tut mir leid, Brüder. Dieser Minussohn.
Ah, egal, werden wir es an einer anderen Runde machen. Mann. I like your videos so much, bro. Pretty, I'm your fan. Oh, sorry, da bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Das werde ich aber nicht rausschneiden, weil ihr es nicht verdient habt. Muha. So, I like your videos so much, bro. Mann, jetzt müssen wir Leute suchen. Ich mag das nicht. Mal gucken, was Pretty dazu schreibt. No, I don't make videos. Why? You lie. New videos are the best, bro. Kaltung, I thought you faff YouTuber was Kaltung. Halt deine Schnauze. So. Mal gucken. Wir verwirren ihn ein bisschen. Ey, was soll das? Schamloser Zaun. Haut. Ja, Fluffy. Das Schaf. Bertie, my mother looks. Oh, mein Nase juckt. No, I really don't. So. My family are a big fan of you. My mother plays hide and seek too on this lobby. Verwirren wir ihn ein bisschen. Mal gucken. Boah, meine Nase! Siebenmal juckt das. Toll, hi, das Heffhorn. Läpsch. So, Purdy wird jetzt ein bisschen verwirrt sein. Er wird jetzt denken, er ist ein krasser YouTuber. In 2 Jahren hat er den Kanal gemacht. Und ist der krasseste YouTuber in Amerika, den es gibt. So, das war's mit dieser Hide-and-Seek-Runde. Ich hoffe, sie hat euch etwas gefallen. Sie war diesmal etwas ruhiger, mal etwas gelassener, mal etwas mehr Scheißgelaber als sonst. Aber was soll's? Das macht meinen Kanal aus. Scheißgelaber ohne Ende. Ich hoffe, ihr hinterlasst eine Bewertung, einen Kommentar, wie ihr dieses Video findet, ob ihr mehr Hide-and-Seek sehen wollt. Und dann gehen wir noch ein bisschen tauchen. Wir tauchen 7-mal um die Ecke. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und haut da rein.